Ah, ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es damit auch ein Celebrity, der das bald anziehen wird, das Set. Es wird, glaube ich, Zeit, Fam, dass wir uns über eine Thematik unterhalten, die ja hier die ganze Zeit schon im Livestream im Raume steht. Nämlich, wie ich bereits angekündigt habe, gestern wurde es veröffentlicht. Am 12.03.2023 um 13 Uhr kommt das Cracked Denim Set von ADR online. Ich habe euch heute eins mal mitgebracht, damit ich eure Fragen beantworten kann. Ich werde ein bisschen was zum Sizing, zum Materiell generell erzählen und ich werde euch auch von euch ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben, wie das Ganze produziert wurde und was es damit auf sich hat. Habt ihr erstmal Fragen oder soll ich direkt in die Pieces reindiven? Nochmal, 12.03., das ist diesen Sonntag um 13 Uhr, kommt der Bums online. Auf alle Informationen, wie immer, findet ihr gebündelt auf atelier-ropa auf der Instagram-Page. Falls ihr da noch auf der Suche seid, dann ja, schaut da gerne mal vorbei. Und wir haben natürlich jetzt auch TikTok, wo exklusiver Scooterpad-Content online kommt. Deswegen folgt auch gerne da rein. Vielleicht overall erstmal gesagt, was ich anziehe. Wisst ihr, ich bin 1,76. Ich trage obenrum eine M in der Jacke. Die ist slightly cropped und boxy, wie immer eigentlich. Und bei den Hosen, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, trage ich eine Größe L. Das entspricht ungefähr einer Weite von 34. Muss natürlich jeder individuell gucken, was er oben halt für eine Weite haben will. Habe mich schon seit dem Robert-Video auf diese Hose gefreut. Freut mich sehr, das zu hören. Das habe ich ja letztendlich bei dem ADR-Pop-Up im Dezember angehabt, wo die Eternity Collection online gegangen ist. Da war das Set ja eigentlich schon fix. Und da habe ich die Sachen angehabt und habe da auch sehr, sehr positives Feedback von euch gekriegt. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass das Set oder die beiden Pieces, doch, man kann schon sagen, die besten Pieces sind, die ADR jemals rausgebracht hat oder rausbringen wird. Schreibt mir mal gerne eure Meinung diesbezüglich rein, ob ihr das auch so seht. Okay, ich hole jetzt mal die Pieces. Fangen mit der Jacke an. Das ist das gute Stück, meine Freunde. Und ihr seht direkt, ja, das hat jetzt wegen den Softboxen hier so einen leichten Shiny-Look. Aber ich glaube, ihr seht, ja, dass diese Cracked-Optik hier gerade auch hinten sehr schön zum Vorschein kommt. Was ist das überhaupt? Und lasst es mich euch einmal erklären. Das ist eigentlich ein Denim-Stoff, der letztendlich nochmal laminiert wurde. Das ist ein eigenständiger Prozess. Ihr müsst euch vorstellen, die Hose ist fertig. Die könnte so ausgeliefert werden. Sie kommt dann nochmal in eine extra Fabrik, wo Leute diese, also nochmal einen Prozess reinschieben, wo Leute die laminieren und dann wird die nochmal gewaschen. Ja, damit diese Crack-Optik letztendlich zum Vorschein kommt. Und ich habe euch da mal ein paar Aufnahmen aus der Produktion mitgebracht, damit ihr das sehen könnt. Das ist natürlich alles Handarbeit. Das wird nicht maschinell gemacht. Ja, damit ihr euch vielleicht besser vorstellen könnt, was da überhaupt passiert. Weil Fakt ist auch, wie ich euch gerade schon versucht habe zu erklären, das ist deutlich mehr Aufwand, als würden wir einfach dieselbe Jacke ohne diese Laminierung rausbringen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch ein bisschen im Preis wider. Was die genau kosten werden, kann ich euch noch nicht sagen. Da müsst ihr der ADR Instagram-Seite folgen. Aber ich zeige euch das einmal. Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch mal ganz interessant, hier ein paar Einblicke hinter die Kulissen zu kriegen. Ja, da seht ihr, wie Menschen an den Sachen arbeiten. Und da kann ich das ein bisschen hier kommentieren. Ah, das ist doch mal ganz wild. Also, hier sehen wir jetzt einmal die ADR-Hose. Und in diesem Strick und in diesem Schritt wird die angepinselt. Die Hose ist fertig, sie ist geschnitten. Sie ist overall genauso, wie sie ist, nur halt ohne diese Laminierung. Und dann werden die hier so aufgespannt, ja, dass sie quasi keine Knicke, keine Falten hat. Und wird dann hier, wie ihr sehen könnt, mit so einem Pinsel überall mit dieser, ja, Laminierung, Farbe, was auch immer. Hier seht ihr es auch, angepinselt. Ja, hier der Bereich unten, der hat es schon abgekriegt. Und der hier, ja, der muss noch. Wenn die Hose dann komplett eingepinselt wurde, dann wird die wie hier aufgehangen, damit diese trocknet. Ja, das sind jetzt die einzelnen Hosen, die dann hier zum Trocknen verwahrt werden. Hier seht ihr es. Die kriegen dann teilweise, ja, wie so eine Schicht Farbe. Ja, ihr seht, es bröckelt hier auch schon teilweise ab.
weil es dann natürlich trocknet. Das hat den Vorteil, dass jedes Piece unique ist, also jede, das ist Handarbeit, es kann natürlich nicht garantiert werden, dass überall immer gleich viel Farbe oder Laminierung aufkommt, und nach diesem Prozess wird es nochmal gewaschen, damit es wirklich so anfängt, ich will nicht sagen bröckelt, aber damit wirklich diese Crack-Optik entsteht. Das Ergebnis davon sehen wir hier. Aber nochmal zurück zum Thema. Also, das ist die Jacke. Ihr habt hier vorne diese Tasche mit Zipper. Das sind natürlich auch alles YKK-Zipper, wie immer. Auf der rechten Seite ist auch nochmal eine Tasche, die allerdings dann ohne Zipper. Und wir haben die seitlichen Elemente, die einmal hier so kreuz quer gehen. Und die kann man auch tatsächlich abmachen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr das so ein bisschen auftragen. Ja, ihr könnt es komplett abmachen und damit vielleicht eine Silhouette ergeben, eine andere Silhouette ergeben. Das ist euch überlassen. Wir haben den Kragen ein bisschen weniger laminiert als den Rest. Da ist noch so ein bisschen drauf, aber das wollte ich haben. Einfach so, damit es so ein bisschen so einen Kontrast reinbringt und ein bisschen Ruhe in das Piece. Wir haben natürlich hier Knöpfe, die ihr auch aufknöpfen könnt. Das ist auch eine Geschichte, die haben wir dann im Sample-Prozess rausgefunden, weil erst waren das Druckknöpfe, also wie so Buttons. Aber jetzt sind das wirklich diese ja, normalen Jeans-Jacken-Knöpfe mit dem Loch, man es durchzieht. Und unten der Saumen ist offen, ja, für diesen ebenfalls sehr roughen Look. Und ich glaube, viel mehr gibt es zur Jacke nicht zu sagen. Wie gesagt, ich finde es leicht cropped, boxy, aber dennoch. Ich trage eine M. Und ihr müsst keine Angst haben, dass das irgendwie... Also Leute haben gefragt, ob ich daran ziehen kann und dann kommt es ab. Nein, also ihr könnt daran ziehen, da kommt nichts ab. Natürlich wird sich dann das Piece, sag ich mal, im Laufe der Zeit ein bisschen verwandeln noch. Und aber das gehört dazu. Was ich meine, das ist ja mit jedem Piece so. Wenn ihr ein T-Shirt wäscht, irgendwann hat das auch diesen Used-Look drin, wisst ihr, ich meine? Also wir haben hier auch nochmal unser Innen... Nochmal unser Leder-Tag in dem Grün und dem ADR-Logo einnähen lassen. Hier oben auch nochmal das andere Tag. Und die Elemente hier außen sind auch ausgefranst. Werden wir auch gleich nochmal bei der Hose sehen. Und natürlich auch wieder die Knöpfe. Da könnt ihr das ein bisschen so nachjustieren oder offen haben, je nachdem, wie ihr Bock habt. Okay, aber was? Habt ihr erstmal Fragen zur Jacke? Oder sollen wir zur Hose weitergehen? Das ist die Hose. Das ist die Jacke. Was? Kann ihr auch einmal ausbreiten. Dann seht, die ist relativ boxy halt geschnitten. Wie ihr es kennt, ich würde euch empfehlen, einfach True to Size zu gehen. Ja, einfach straight up true to size. Ich werde auch, wie gesagt, es werden aber auch nochmal Bilder auf ADR Instagram kommen, wo ihr den Fit nochmal gutachten könnt. Und ich werde auch selber noch am Donnerstag, glaube ich, ein Bild mit der Jacke anziehen, hochladen, damit das auch alle für alle mal geklärt ist. Wie gesagt, diese Elemente an der Seite könnt ihr komplett abmachen. Dann habt ihr so einen Fetzen in der Hand und könnt euch den, weiß ich nicht, euer Rucksack befestigen. Was ist, wenn man zwischen zwei Größen steht? Bro, dann ist es eine Präferenzsache, ob du die Sachen eher kleiner oder eher oversized haben willst. Kommen wir zur Hose. Jetzt aber Hose. Taschen sind dieselben wie schon bei der Balloon Cargo Pants. Wir haben hier eine Seite, die 3D Pocket. Und auf der linken Seite haben wir quasi die neue Version. Diesen Double Layering und diesen ausgefransten Elementen. Ja. Werden wir auch in Zukunft so beibehalten. Sind auch nochmal so Knöpfe drin. Und hinten auch auf D für ADR halt angelehnt. Bei den Pockets auch wieder mit diesen ausgefransten Elementen. Und auch wieder diese Laminierung drauf. Wieder auch mit dem Lederpatch vorne drauf. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerkmal dieser Hose ist der Zip. Der Zipper, der hier quasi hier runter geht, wie wir es immer haben. Mit dem gebogenen Zipper. Dieses Mal aber extended, weil der geht quasi einmal von vorne bis hinten. Also ihr könnt halt den auch aufmachen, wenn ihr lustig seid. Dann habt ihr so einen, keine Ahnung, ich glaube, macht man wahrscheinlich nicht. Vielleicht ein bisschen kann man den aufmachen, aber bis nach ganz oben macht keinen Sinn. Das sind auch wieder YKK-Zipper. Und wir haben hier rechts nochmal so Taschen, so auf Bauarbeiter angelehnt, reingemacht. Hier kommt da, glaube ich, immer so ein Hammer rein eigentlich oder hier so ein Schraubenschlüssel. Sieht man kaum, weil das halt alles so Ton in Ton ist. Und wie gesagt, jedes Piece ist individuell laminiert. Mal kommt dieses Crack-Ding ein bisschen mehr, mal weniger, mal ist es komplett abgeranzt, mal ist viel, mal wenig dran. Jedes Piece ist letztendlich ein Unikat. Und ganz wichtig, Freunde, ganz wichtig, ist der Fit. Freunde, das hier, ich habe gerade sogar nochmal nachgemessen.
Ich glaube, für andere Leute ist das eine Baggy Pants. Ich würde das eher als Straight Cut Pants, Straight Fit Pants bezeichnen. Unten die Öffnung ist je nach Größe, ja, zwischen 22 und 24 Zentimeter breit. Die fällt eigentlich nearly wie unsere Nylon Pants, wie die Parachute Pants aus. Fällt allerdings anders, weil diese Laminierung so ein bisschen härter ist. Nicht so weich, wie hier bei dieser Hose. Also das ist jetzt kein, nicht dieser Vibe, dieser super, super, super weite, sondern ja, mehr so einen Straight Cut. Ihr seht es ja auch, der Bein geht straight von oben nach unten runter und auch wieder hier wie bei der Jacke unten dieser offene Saum, um das Ganze natürlich auch einheitlich zu halten. Ja, mir war wichtig, dass jedes Bein so ein bisschen was Spezielles kriegt. Wie gesagt, rechts haben wir diese Work-Arbeiter-Elemente und rechts halt diesen ganz verrückten Zipper. Ich glaube, das waren, ich habe jetzt erstmal genug erzählt. Ich will jetzt nochmal auf die ein oder andere Frage von euch eingehen. Also, falls ihr noch Fragen habt, dann let me know. Ist der Bund oben ein bisschen elastisch? Nein, wie halt bei einer Denim. Das ist halt eigentlich, weißt du, das ist kein... Hier, das ist bei mir noch ein Sample. Da seht ihr, was ich meinte. Die war anfangs mit so Druckknöpfen. Haben wir auch bei der Hose natürlich geändert. Hat die Jacke eine Innentasche? Nein, hat sie nicht. Du hast vorne zwei Taschen. Und eine kannst du davon noch zumachen, die quasi als Innentasche fungiert. Aber ich glaube, Denim-Jacken haben nie Innentaschen. Oder zum Beispiel selten. Kann man die Hose auch mit dunkler Wäsche waschen oder alleine? Bro, Fragen, Alter. Ja, du kannst sie auch mit dunkler Wäsche wischen. Schwarz zu schwarz, wie immer. Ich habe auch schon wieder, also viele, viele Fragen nach dem Preis, Freunde. Guck mal, ich habe euch gerade versucht zu erklären, dass diese Hose ja für uns in der Produktion auch nochmal... Also ich kann euch sagen, diese Hose und diese Jacke wird das teuerste ADR-Piece sein, was wir bisher hatten. Weil ich habe euch schon bei der letzten Kollektion gesagt, wir machen, also ich will keinen Stuff mehr machen, der in so eine normale Richtung geht, sondern das ist schon sehr, sehr besonders, sehr speziell. Das wird nicht jeder feiern, das wird sich nicht jeder holen. Und ich möchte dann lieber etwas raushauen, wo was halt in diese Richtung geht, als jetzt irgendwie, ja, den nächsten normalen Hoodie mit einem kleinen Elevate-Logo vorne links auf der Brust. Ja, deswegen kann ich verstehen, dass das nicht für jeden nice ist, so, aber ihr kriegt dafür auch, glaube ich, eine Piece, was ihr so erstmal nicht kriegt. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich stand halt vor der Option, okay, will ich das oder will ich das nicht? Ich hätte die Denims auch ohne diese Laminierung raushauen können. Wollte ich nicht. Ich wollte halt diesen Look haben und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und deswegen werden die Sachen auch ein bisschen teurer sein. Hundertprozentig. Aber ich glaube, ist verständlich, oder? Ansonsten noch irgendwelche Fragen? Wenn du nur ein Piece von den Denims Set tragen würdest, welches wäre es? Boah, Bro. Guck mal, ich sag euch ehrlich, das ist natürlich ein Set, was gerade nice kommt, wenn man es zusammenträgt. Aber ich glaube, beides kann man auch individuell tragen. Das ist, weil es ist halt ein schwarzes Ding, wisst ihr, wie ich meine? Wenn du damit zum Beispiel in einer schwarzen Jacke einfach das anziehst, so go for it. Das wird sich jetzt nicht beißen oder so. Das ist alles auch alleine tragbar, falls das die Frage ist. Wenn ich mich jetzt für ein Piece dafür entscheiden müsste, zum Beispiel am Wochenende hatte ich nur die Hose an. Hab das mit so einer Lederweste und meinem Marni Mohair Sweater angezogen und den Traktor von Rick. Aber das ist Präferenzsache. Ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, so, okay, habe ich halt Bock auf eine Hose, habe ich Bock auf eine Jacke oder habe ich auch auf beides Bock. Also Richtung 300, aber der Preis ist safe gerechtfertigt. Bro, wie gesagt, ich glaube, die 300 werden wir nicht knacken. Weder für die Hose noch für die Jacke. Aber klar, das sage ich euch straight up, die Sachen werden teurer als, ja, ich sag mal, eine Bomberjacke oder so. Aber macht ja auch Sinn, weil der ganze Prozess einfach ein anderer ist. Ja, und das halt auch für uns in der Produktion dann nochmal deutlicher Mehraufwand ist. Ich kann euch ja sagen, keiner unserer Produkte war jemals in der Produktion so teuer wie die beiden Kollegen hier. Denkst du, die Hose passt zu dem John Vierer? Ja, hundertprozentig. Würdest du sagen, der Stoff nutzt sich auf Zeit ab? Nein und ja, weil das ist ja auch gewollt, dass der Stoff, wie gesagt, der ist ja schon abgenutzt, weil die Laminierung kommt vor dem Waschen. Und dann wird die Hose nochmal gewaschen. Ja, und dann kriegt die halt diesen Cracked-Used-Look, was dazu führt, dass du an einigen Stellen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger diese Farbe hast.
Und deswegen wirst du den Eindruck haben, dass das irgendwie unnatürlich aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut gerne raus. Chat. Aber wie gesagt, Fam, alle Informationen zu dem Release, wie immer, auf der ADR Instagram-Seite. Falls ihr da noch nicht folgt, dann folgt da gerne rein. TikTok gibt es ja jetzt wieder, wie gesagt, mittlerweile auch. 12.03.13 Uhr findet der Release statt. Hier, by the way, könnt ihr auch den Stoff nochmal ganz genau erkennen. Ihr seht ja, das ist wirklich... Also sind wirklich Cracks, Leute. Ihr seht das, ne? Das sind wirklich wie so, so kleine Risse in diesen, in dieser Laminierung drin. Und ich finde das todessick. Todessick. Wir haben auch... ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es damit auch ein Celebrity, der das bald anziehen wird, das Set. Wenn das klappt, Freunde... Das wäre crazy. Aber wir stehen gerade im Gespräch. Drake? Na, nicht Drake, aber schon fast. Ah, okay, nicht Drake-Level, aber schon so Richtung. Also ist auf jeden Fall ein Typ, der hat auch Features mit Drake. Das wäre unfassbar. Das wäre unfassbar. Aber ey, guck mal, ich will nicht so viel verraten, weil nachher... so mache ich Augen auf mich selbst. Deswegen, ja. Mal schauen. Aber wie gesagt, ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Ansonsten schreibt mir gerne auch nochmal. Oder ich bin ja auch am Mittwoch nochmal live. Da kriegen wir das auch geregelt.